Jagdgeschäft. Zum ersten Mal hat vollen Sinn eingegriffen. Der zweite Sturm mit Charlie Bob 9, Chardre 19 und Jagdgeschäft 15 waren eben auf dem Eis. Jetzt wird aber gewechselt. Das ist die schwedische Nummer 19, Willi Lindström gewesen. Nun bei den Schweden der dritte Sturm, bei dem also gehörig umgestellt wurde auf dem Eis mit Nummer 30 Windbogenfreu mit Nummer 24 Hans Jakob und Nummer 27 Kjell Arne Lindström. Die Abwehr bei den Schweden jetzt Nummer 30 Höstling und Nummer 8 Karl Johan Sundqvist. Östling wurde ja mit Johansson mehr oder weniger getauscht. Johansson spielt nun mit Mats Waltin in der dritten Abwehr. Den Russensturm Nummer 3, Kapuzin 8, Anisin 22, Waltin 10. Und in der Abwehr 26, Philipp Hoff, der eben anstelle von Jürgen spielt, mit Theodorov, der Nummer 4. Palming.
Sowjets haben wir jetzt in der ersten Minute schon zwei echte schwere Abwehrfehler gesehen. Und eigenartig, dass eigentlich nur die Spiele in Tschechoslowakei, gerade in Wien, die politische Untermannschaft sehr solide spielte. Ansonsten gab es da große Schwächen und auch jetzt, wie gesagt, zweimal noch schon einige Fehler. Charlie Bock hat geschossen. Jakin, Jakuschek, Schafin. Natürlich deswegen, man will ganz einfach den Satelliten stürzen sehen. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen für Schafring, da Holpfried relativ langsam auf die Beine gekommen ist. Ja, Chef, Tor! 1-0 für den Sowjets, genau 6 Minuten. Du hast den Führer zum Schluss, der Kranzer Jakuschek. Also nach genau 6 Minuten die Führung für die UNESCO für Alexander Jan. 0-1 bei Jakuschek Nummer 15 auf Asmund Schlappe Nummer 19. 0-1 bei Jakuschek 15, assisted by Schlappe 19. Jakuschek, der schon 1972 bei der Weltmeisterschaft der besten Torschütze gewesen war, ist doch 1975 hier in der Bundesliga in Deutschland der beste Torschütze, der hat so bereits 11 Punkte. Und von diesen 11 Punkten hat Tore an 3 gesehen. Auch in der reinen Torwertung führt er mit 2 Tore vom Südamerikaner Bas Schneider. Strafe angezeigt für einen russischen Spieler. Wolf ist doch bereits auf der Ersatzbank. Jetzt 6 Schweden auf dem Eis ohne Torwart. Und das wäre schon die Ausgangschance gewesen. Jetzt kommt mal Steffen Buchbesitz und damit die Schiedsrichter abpfeifen. Und jetzt wird die Strafe ausgesprochen für Malte auf. Thank you.
wieder komplett. Hans Jack, der eigentlich mit der den Erwartungen, die man in diesem Wettbewerb nicht ganz gerecht geworden ist. Yep, Keith. Okay, Hugh. Move on to him.
Wunder, dass die kanadischen Profi-Einkäufer hier in München kommen, gerade nach dem Hamburg Yachtgeschäft Ausschau halten. Sie werden kaum Erfolg haben. Albert sollte den Punkt wegspielen, aber jetzt der Junge. Minuten 28 gespielt. Das 2:0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, weil auch die Schweden mindestens zwei hundertprozentige Einschussmöglichkeiten hatten, aber eben die Chancenauswertung der schwedischen Mannschaft ist einfach besser. Alexander Jakuschew, Nummer 5 von der großgewachsenen Linksaußen im zweiten Sturm. Und ein Blick rüber auf die sowjetische Spielerbank zeigt, dass man auch Petrov immer noch verarztet. Allerdings dürfte Petrovs Verletzung nicht so schwer sein, wie man ja kann. Jakob, Gabkin, Schaub ist beinahe, 8:0 verrückt.
und Boris Kulagin bringt nun im dritten Sturm seinen Routinier Vikulov mit der Nummer 18 anstelle des verletzten Anisin. Wladimir Vikulov mit der Nummer 18 und den SK Moskau, der nach zweijähriger Unterbrechung wieder in einer Weltmeisterschaft dabei ist. 1972 in Prag war Vikulov noch von der ETHG zum besten Stürmer des Turniers gewählt worden. Waldkind. Der Russen wurde jetzt völlig umgestellt. Vikulov rechts außen, Malzew in der Mitte und Kapustin am linken. Jetzt Sergei Kapustin. Gute Aktion an der russischen Mannschaft. Vikulov. Thank you.
Rhein stoppt. Letzte Minute im ersten Drittel, last minute in the first period. Thank you.
angedeutet von den Schiedsrichtern, Vorteil gegeben. Und jetzt ist die Strafe von Japkin ebenfalls um, also beide Mannschaften jetzt wieder vollständig. Der Kapitän des Dragoners ist Jack, aber es war ohnehin abseits. Dennoch, man hat wieder gesehen, die Schwäche in der Annahme des Fuchs, die Schwäche gerade in einer günstigen Situation, schnell etwas zu unternehmen. Es dauert zu lange, bis der Puck hergerichtet wird, dann ist meistens schon ein sowjetischer Verteidiger da. Wiederum unerlaubter Weitschuss. Wenn Sie unsere Nachmittags-Live-Übertragung nicht gesehen haben, dann sage ich für Sie nach. Die Tschechoslowakei besiegte heute Nachmittag Finnland knapp mit 6:2. Jack. An die Stange, das war Pech. Schuss von Hans Jack an die Stange. Das Glück ist in Schweden auch nicht gerade hold, das muss man schon dazu sagen. Finnlundström. Und da wird wieder eine Strafe angezeigt, wieder für einen russischen Spieler. Filipov muss hinaus wegen Behinderung. Alexander Filipov von Dynamo Moskau. Hier haben wir ihn auf der Strafbank. Er spielt heute sein zweites Spiel erst bei dieser Weltmeisterschaft, ist er überhaupt sein erstes Weltmeisterschaftsturnier. Er ist ja einer der fünf Neulinge im sowjetischen Eishockey-Team. Björn Johansson. Valtin. Labrotten, Waldzin, Söderström, Allberg, Labrotten, Johansson, zu ungenau das schwedische Powerplay, aber jetzt Treffjagd. Noch 50 Sekunden für Filipov. Willi Lindström. Zwischenzeit fliegender Wechsel bei den Schweden. Johansson, zu hoch angetragener Schuss. Ja, und damit ist die Strafe praktisch auch schon wieder vorbei, nur noch 5 Sekunden, die Schweden konnten wieder kein Kapital schlagen aus der numerischen Überlegenheit. Jetzt ist Filipov wieder da. Dürfelström und wieder schlechte Puckannahme, diesmal von Willi Lindström. Weinstock.
Brassard, Lindström, Sviatkin, Filipov. Und da steht Jakuschew völlig frei, aber Holmquist bessert den Fehler seiner Vordermänner aus. Das ist ein unerlaubter Weitschuss. Ja, mir scheint, die Schweden übereilen ihre Angriffsaktionen ein bisschen zu sehr. Es geht ein bisschen mit zu wenig Konzept zu. An und für sich hätten sie die sowjetische Mannschaft jetzt stark unter Druck gesetzt. Knapp 6 Minuten im zweiten Drittel gespielt und bisher hatte das Drei-Kronen-Team in diesem zweiten Spielabschnitt weit mehr Möglichkeiten. Kapustin. Maltsev. Filipov. Maltsev. Schalimov, auch das war eine reelle Chance auf ein Tor. Malte. Östling, Jax, Sundqvist, Lundström. Schalimov. Und Hans Jax, ein sehr fließendes Spiel, im Moment kaum eine Unterbrechung. Mikhailov, Schalimov. Fehler von Sundqvist, das hätte er bemerken müssen. Kein unerlaubter Weitschuss, da ja Fjodorov ohne weiteres den Puck erreichen hätte können. Und jetzt Söderström, Tretjak nach dem Abspielfehler von Petrov. Tretjak in großer Form heute. Karlamov, Holberg, Labrotten, Filipov, Karlamov, zwei Linien fast. 8 Minuten 47 im zweiten Drittel bereits vorbei. 2:0 nach wie vor für die Sowjetunion in einem sehr guten Spiel. Einem kampfbetonten Spiel, das sehr schnell verläuft, in dem es eine Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten gibt. Jakuschew. Japkin, Lebedev mit der Nummer 11, ein neuer Mann, im zweiten Sturm anstelle von Schalimov, der, wie wir ja vorhin gesehen haben, in der dritten Linie jetzt Verwendung findet, an Stulov. Also Lebedev mit der Nummer 11, rechts außen in der zweiten Linie. Jakuschew.
Tiganko, Schadrin, Tiganko, Japkin, Jakuschew, nein, Schadwin war es, jetzt Tiganko und Lebedev. Schadrin, Malzev, Kapustin. Wikström, Malzev, Schalimov vom Tor, ein Fehler von Holmqvist, 3:0 für die UdSSR, war ein Fehler von Leif Holmqvist, schauen wir es uns nochmals an. Kapustin, Beckenschuss, praktisch zwischen den Beinen durch. Das hätte dem erfahrenen schwedischen Goalie eigentlich nicht passieren dürfen. Passiert ist es in der 11. Spielminute, 10 Minuten 49 im zweiten Treffer. Malzev. Labrotten. Söderström. Olberg. Söderström. Olberg. Aber vor dem Tor ist kein einziger Schwede. Die Schweden scheinen dasselbe Schicksal zu erleiden wie gegen die Tschechoslowakei. Auch in diesem Spiel bei der 2:5 Niederlage hatten sie ein recht ausgeglichenes Match, aber die Tore schossen die anderen. Johansson. Söderström. Karlamov. Lundström. Michailov. Durch Lundström. Willi Lindström. Für Lindström. Das war aber sicherlich ein Foul von Stig Salming, das zum Glück der Schweden nicht geahndet wurde. Das war ein glatter Ellbogencheck. Petrov. Lundström.
Wer bitte? Wikström gegen Vasiljev. Jack. Und mutig in den Schuss geworfen hat sich Lutschenko. Petrov. Missverständnis. Wikström, aber abseits. Ja, man sieht recht gute Aktionen, dennoch lässt sich der Eindruck nicht verwischen, dass jetzt auch bei den Sowjets im Moment ein bisschen konzeptlos, ein bisschen übereilt gespielt wird. Wie würde man sagen, man hudelt ein bisschen zu sehr auf beiden Seiten. Dadurch entstehen die Möglichkeiten mehr oder weniger aus dem Zufall und ist nicht begründet auf ein System, auf eine klar angelegte Kombination. Maltsev. Johansson. Labrauten. Wieder abseits. Noch knappe 5 Minuten im zweiten Spielabschnitt. Kapustin. Söderström. Fyodorov, Maltsev, Alexander Maltsev und wieder eine gewisse Unsicherheit von Holmquist. Labrosen gegen Filipov. Und wieder Maltsev, der heute sein bestes Spiel dieser Weltmeisterschaft liefert. Schlechter Wechsel bei den Russen durch Lundström. Tor! Ein Bombentor für die Schweden durch Kurt Lundström nach 16 Minuten und 6 Sekunden eiskalt ausgenutzt für einen schlechten fliegenden Wechsel. Dieses Tor darf sich die sowjetische Austauschbank zuschreiben. Hier haben wir plötzlich Lundström ganz allein. Dieser auf Tretjak und ein großartiger Schuss genau ins Kreuzeck. Dort Lundström also verkürzt auf 1:3 und sorgt dafür, dass in diesem Spiel Jan, wir, meine Damen und Herren, sind jetzt wieder in München. Achtung, Einstieg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, wir, meine Damen und Herren, sind jetzt wieder in München beim letzten Spieldrittel zwischen Schweden und der Sowjetunion. Die Sowjetunion führt mit 3:1. Führung also in einem recht guten Spiel bisher, in dem die Entscheidung noch nicht unbedingt gefallen sein muss. Lutschenko.
Vasiljev, Harlamov, Lutschenko in Schussposition und Holmquist. Waltin, Lavrotten, Michailov, Harlamov, und ein Fehler von Lutschenko, er ließ den Puck über die blaue Linie springen. Das ist der Kapitän der Sowjets, Boris Michailov. Er wartet, bis der Wechsel vor sich gegangen ist. Bei einem solchen Wechsel hat ja die Sowjetunion den bisher einzigen Gegentreffer einstecken müssen. Kurt Lundström, Brazar, die Bilanz der Spiele zwischen Schweden und der Sowjetunion an Weltmeisterschaften gab es bisher 19 sowjetische Siege, 6 Unentschieden und nur 2 volle Erfolge der Schweden. Der letzte schwedische Sieg datiert aus dem Jahr 1970. Damals gewann in Stockholm Schweden 4-2. Sigankov. Jack, Finn Lundström, aber mitten durch diese Menschenmauer durch kann man kein Tor erzielen. Heuer gab es bereits 6 Spiele dieser beiden Nationen gegeneinander im Rahmen des Isvestia Cups. 5-mal gewann die Sowjetunion und zuletzt im letzten Spiel in Göteborg gab es ein 3-3 Unentschieden. Sigankov. Sundqvist. Jakuschew, eine überraschende Möglichkeit, aber Holmquist. Live Holmquist. Ein Fehler ist ihm nur unterlaufen, das war beim dritten russischen Treffer. Ansonsten hat er immer noch viel Klasse mitzubringen. Waltin, Söderström, und jetzt eine Möglichkeit vergeben von Johansson. Olberg. Filipov, Kapustin, und da wird eine Strafe angezeigt nach diesem Foul an Kapustin. 2 Minuten Strafe für einen Schweden, für Björn Johansson. Eben halte ich hier ein Bulletin vom Pressebüro. Jaroslav Anisin, der im ersten Drittel des Spiels verletzt ausscheiden musste, ist mit einer klaffenden Kopfwunde ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Die Wunde an der Schläfe musste darauf genäht werden und über die Schwere der Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt. Karlamov, Petrov, Karlamov hätte diesen Abprall verwerten können und das war ein schlechtes Abspiel. Lutschenko, Petrov. Lutschenko. Petrov. Gunst Lundström kommt aber ein bisschen zu spät. Wladimir Lutschenko hatte aufgepasst. Michailov, Vasiljev, Yakushev, Vasiljev, Yakushev und ein Missverständnis. Er vermutete einen Verteidiger an der blauen Linie. Jetzt müssen wieder alle Russen zurückfahren. Noch 10 Sekunden die Strafe für Björn Johansson. Juril Japkin. Schadrin. Lebedev. In der Zwischenzeit Schweden komplett. Waltin. Ja, er sucht einen Kameraden, aber er hätte aufs Tor ziehen müssen. Alexander Yakushev. Schadrin. Japkin, Söderström und das ist unerlaubter Weitschuss, aber nein, abgewinkt. Gordon Lee wollte ursprünglich pfeifen, aber Kompala hat ihm gedeutet, kein unerlaubter Weitschuss. Jetzt Vasiljev, Bombenschuss, knapp daneben. Gankov. Sundqvist. Salming. Brazar. Und ein schlechter Schuss. Lundström. Das gibt natürlich ein Pulli. 8 Minuten und 12 Sekunden sind vergangen im dritten Drittel. Noch kein Tor gefallen in diesem letzten Spielabschnitt, nach wie vor 3:1 Führung für die UdSSR. Um dem Spiel noch mehr Dramatik zu bringen, müsste den Schweden der Anschlusstreffer gelingen. Holberg. Thank you.
schöner Pass von Schalimow für Maltsev. Und das war großes Glück. Um Zentimeter am Tor vorbei nach dieser ausgezeichneten Aktion. Pass von Schalimow und Maltsev hatte kein Glück. Wieder einmal gescheitert. Sonst bist du. Fehler von Östling und Harlamov. Petrov. Harlamov, Tor. 4:1 für die UdSSR. Nach einer Gemeinschaftsproduktion des ersten Sturms von ZSKA Moskau. Torschütze Valeri Harlamov. 9 Minuten 20 wurden gespielt. Hier die Wiederholung. Zunächst Harlamov zu Petrov. Dann Michailov. Und wieder Harlamov. 4:1 also, 9 Minuten 20 im Schlusstreff. Ja, und damit scheinen die Russen für klare Verhältnisse gesorgt zu haben. Es ist nicht anzunehmen, dass sie sich diesen 3-Tore-Vorsprung noch entreißen lassen. Und jetzt wird wieder eine Strafe angedeutet von Schiedsrichter Jupp Kompala, meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Es war ein korrekter Bodycheck von Dick Salming, aber Kompala entschied auf Beinstellen. Salming gegen Beinstellen. Dick Salming, der ältere Bruder von Börje Salming, der mit großem Erfolg in der National Hockey League in Kanada spielt. Und zwar bei der traditionsreichen Mannschaft der Toronto Maple Leafs. Die Russen also in der numerischen Überlegenheit. Lebedev. Letzter Wechsel. Noch 10 Minuten reine Spielzeit. Dieser Mann hat schon Eishockey-Geschichte gemacht. Honken, Leif Holmquist. Nach einem einjährigen Intermezzo bei den London Lions ist er jetzt wieder ins schwedische Nationalteam zurückgekehrt. Jakuschew. Allberg. Gennady Tsigankov.
der zweite Spieler dieser Weltmeisterschaft, der während dieses Turniers Vater geworden ist. Er erhielt gestern ein Telegramm von der Geburt einer Tochter. Es ist bereits sein zweites Kind. Schadrin. Und mit einigen Schwierigkeiten gerettet von Holpi. Karlamov, Michailov. Die Schweden kommen ziemlich gut über die Strafzeit, noch 20 Sekunden für Dick Salming. Aber jetzt Lutschenko, und Holmquist hat ihm den Winkel abgeschnitten, ist weit aus das Tor herausgekommen. Jetzt ist Dick Salming wieder mit von der Partie, bei den Schweden wieder 5 Feldspieler auf dem Eis. Vasiljev. Er wollte mit dieser Geste anzeigen, dass er unabsichtlich den Schweden zu Fall gebracht hat, und es ist auch keine Strafe ausgesprochen worden. Gankov, Kapustin, Maltsev, haben jetzt ein bisschen resigniert. Scheint, dass sie nicht mehr so ambitioniert mehr bei der Sache sind, weil sie ihre Chancen bereits dahinschwinden sehen. Kurt Lundström. Fyodorov. Die Sowjetunion führt ja auch im Fair Play Cup ziemlich klar vor diesem Spiel mit 214 Punkten vor der Tschechoslowakei mit 196 Punkten. Wikström. Jakuschew, Schadrin, Japkin und Östling war es, der die Situation geklärt hat. Dennoch, das Spiel hat durch den vierten Treffer der Russen viel an Brisanz verloren.
Lebedev. Vasiljev. Yakushev. Das wäre jetzt eine Chance. Jak, Nordström und Tretjak. Er hat zwar nicht genau gewusst, ob er den Puck wirklich da zwischen seinen Beinen begraben hatte. Er hat sich zunächst einmal fragend umgeschaut, aber er hat sehr gut reagiert. Andererseits hat Finn Lundström diese gute Möglichkeit nicht verwertet. Das sind Chancen, die einfach Tore sein müssen. Eine Chance, die wieder aufgrund einer Lücke, einer Blöße der russischen Abwehr entstanden ist. Und man darf nicht darüber hinwegsehen, dass die Abwehrschwächen, von denen man hier sehr viel gesprochen hat, nach wie vor bestehen. Das war ganz einfach das Offensivspiel der Sowjets dermaßen stark ist, dass man sich diese Schwächen geradezu leisten kann. Dennoch für die Zukunft wird man im sowjetischen Lager doch nach einer Konsolidierung der Abwehr Umschau halten müssen. Die Zeit der großen Verteidiger in der sowjetischen Nationalmannschaft scheint vorbei zu sein. Die Zeit eines Vitali Davidov oder eines legendären Alexander Ragulin. Mikhailov, Petrov, Lutschenko, Karlamov. Vor allem dieser erste Angriff hat zu seiner alten Form zurückgefunden und hat den berechtigten Applaus erhalten. Die Linie Mikhailov, Petrov, Kharlamov verdient jetzt wieder das Prädikat Wundersturm, das er vor allem nach der Weltmeisterschaft 1973 in Moskau und auch im selben Jahr nach den Spielen gegen die Profis der NHL aus Kanada bekommen hat. Sie sehen, wir sind in der Schlussphase. Noch 4,5 Minuten circa. 4:1 für die Sowjetunion. Brazar. Geschossen hat Kapustin. Ja, jetzt hat Holmquist den Puck. Ja, das gibt's ja gar nicht. Das leere Tor überhoben von Malte. Und Sie sehen vielleicht, na jetzt nicht mehr, jetzt haben wir live Holmquist im Bild. Ich wollte sagen, Sie sehen vielleicht Vyacheslav Anisin, er ist bereits wieder, hier haben wir ihn. Bereits wieder da mit einem Kopfverband, aber er lacht schon wieder. Sein Cut ist also im Spital genäht worden. Aber zum Glück dürfte es doch keine schwere Verletzung sein als eben eine Fleischwunde. Er ist jedenfalls wieder guter Dinge und kann möglicherweise in Düsseldorf schon wieder eingesetzt werden. Holmquist muss sich einiges an seiner Ausrüstung richten. Vorhin die Zeitangabe war nicht korrekt. Das war vorhin, hätte heißen sollen, noch 3,5 Minuten anstelle von 4,5 Minuten. Jetzt geht es noch ganz genau 2 Minuten und 47 Sekunden.
Alles wieder in Ordnung. Leif Holmquist, der sein bestes Spiel beim 1:0-Sieg in Finnland gehabt hat, ist wieder im Tor. Wieder alles in Ordnung mit seiner Ausrüstung. Finnlundström. Sundqvist. Jakuschew. Lebedev. Und Tigankov. Der Verteidiger war in den Sturm mit vorgekommen. Jack. Lundström. Juri Lebedev. Und ein Fehler, Wikström. Kjell-Arne Wikström, seine dritte hundertprozentige Chance vergeben. Zwei ähnliche Chancen verhaute er bereits im ersten Drittel. Ja, hätten die Schweden all diese hundertprozentigen Chancen verwertet, dann wäre jetzt ein knapperer Spielstand gegeben als dieses 1:4. Björn Johansson. Michailov. Und das war zwar ein Linienpass. Michailov hätte entweder den Punkt vor der roten Linie annehmen müssen, diese Möglichkeit hatte er, oder er hätte warten müssen, bis die Scheibe schon in der Angriffszone gewesen wäre. Noch eine Minute und 8 Sekunden. Der Weltmeister Sowjetunion führt mit 4:1 und wird dieses Spiel gewinnen. Gewinnen aufgrund einer sehr starken Leistung in der Offensive, aufgrund eines klaren Übergewichts in den drei Sturmlinien gegenüber der schwedischen Mannschaft, die sehr beherrscht kämpfte, die auch viele Chancen hatte, sie aber oft stümperhaft vergab. Die aber ein gutes Spiel liefert, überhaupt die Qualität des Spiels als recht gut einzustufen ist. Michailov. Stangenschuss von Petrov. Noch eine halbe Minute. Willi Lindström. Noch genau 20 Sekunden. Ein Bulli im Angriffsdrittel der Schweden. Maltsev, noch eine Möglichkeit. Ja, da hätte Kapustin selber schießen müssen. Aber noch einmal, Fjodorov. Das war aber sicherlich die letzte Möglichkeit. Hier ist das Ende des Spiels. Die Sowjetunion gewinnt über Schweden mit 4:1. Das dritte Ergebnis ist 2:0. 1:1 und 1:0. Und damit sieht die Tabelle nach dem Ende des ersten Teils der Doppelrunde, nach dem Ende der Spiele in München folgendermaßen aus. Die Sowjetunion führt mit 10 Punkten im Torverhältnis von 40:14. Zweiter die Tschechoslowakei mit 8 Zählern. Dritter Schweden 6 Punkte. Vierter Finnland 4 Punkte. Fünfter die Polen mit 2 Zählern. Und ohne Punkte an letzter Stelle die Vereinigten Staaten von Amerika. Meine Damen und Herren, das war also wie gesagt das letzte Spiel aus München. Wir melden uns wieder am Samstag aus Düsseldorf. Bis dahin, auf Wiedersehen und gute Nacht.